Hallo, heute sind wir im Aquazoo Lübbecke Museum. Zeigen wir zwei Fischarten aus Celebes, aus Sulawesi. Es handelt sich um Sonnenstrahlfische und um Halbschnabelhechte. Die Halbschnabelhechte erkennt man ganz gut an ihrem stark verlängerten Unterkiefer. Hier vorne sieht man mal ein Männchen, ein männliches Tier, und die größeren Tiere mit den schönen strahlenden blauen Augen. Das sind die weiblichen Tiere, deutlich größer als die Männer. Bei den Halbschnabelhechten ist es so, dass sie auch lebendgebärend sind. Also auch die haben eine innere Befruchtung. Die Männchen paaren sich blitzschnell mit den Weibchen. Man kann das gar nicht so schnell beobachten, wie der eigentliche Paarungsakt vonstatten geht. Da wird auch noch ganz viel zu erforscht. Und diese Fischart hier, dieser Halbschnabelhecht, ist auch noch gar nicht wissenschaftlich beschrieben. Also es ist eine, man weiß die Gattung, es ist eine Nomorhamphus-Art, aber man weiß noch nicht genau, welche Art es wirklich. Die muss also noch untersucht werden und noch beschrieben werden. Also so gesehen handelt es sich um eine unbekannte Fischart, die wir hier zeigen. Diese Fischart haben wir hier schon sehr gut nachziehen können und vermehren können. Und wir haben auch im Backstage-Bereich ein Nachzuchtbecken, wo wir dann also ganz junge Fische, wenn die gerade geboren wurden, versuchen wir sie in dieses Nachzuchtbecken zu setzen, damit sie von ihren artverwandten Tieren hier oder Artgenossen nicht aufgefressen werden. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen. Damit ihr kein neues Video mehr verpasst, abonniert einfach den Kanal.